So, und da sind wir wieder bei The Forest. Wir machen hier ja immer Multi, was weiß ich, Super-Duper-Baumeister-Folgen. Sagen wir so. Nur Super-Duper-Baumeister-Folgen. Was wir mal brauchen, ist etwas, das man hier noch machen könnte. Wir haben halt so ziemlich alles ausgeschöpft. Wir haben so gut wie nichts zu tun. Wir sitzen ja eigentlich nur und warten auf das nächste Update. Was wir machen könnten, ist irgendwas austesten. Aber das habe ich auch ziemlich oft schon getan. Wie zum Beispiel ein Hochhaus bauen. Keine gute Idee. Spiel laggt. Ein verdammt großes Haus bauen. Keine gute Idee. Spiel laggt. Ein verdammt großes Bauwerk, das sich über die gesamte Insel erstreckt. Keine gute Idee. Spiel laggt. Eigentlich nicht, aber ein bisschen. Damals mit der größten Brücke der Welt in the Forest. Nein, wirklich, war die größte. Guckt euch's an. Es gibt ja Leute, die gucken sich jetzt die alten Parts noch an. Warum auch immer, da ist ja nichts wirklich aktuell. Aber es gibt Leute, die das tun. Ich hätte es auch ehrlich gesagt lieber. Würde ich jetzt nicht immer jede Woche weg müssen. Denn über dieses Thema hier habe ich schon geredet, dass sich Leute das die alten Videos angucken, aber für mich ist es halt auch immer eine Woche her, für euch nicht. Deswegen kommt es öfter vor, dass ich mich dann wiederhole, und das ist scheiße für mich, finde ich, denn ich achte darauf. Aber ich sag's halt trotzdem immer wieder, weil es halt länger für mich her ist. Aber ich kann halt ziemlich wenig dagegen tun im Moment. Wenn ich könnte, würde ich auch in der Woche aufnehmen. Denn ja, wenn man öfter aufnimmt, dann wiederholt man sich nicht so oft. Und da muss man natürlich auch nicht so viel für den Tag aufnehmen. Ich muss ja an jedem Freitag muss ich 4 Folgen aufnehmen. 4. An jedem Samstag 3. Und am Sonntag kann ich dann nichts mehr. Aber sonst muss ich dann noch andere Projekte wie Red Dead Redemption aufnehmen. Die dann, was weiß ich, wie lange Zeit fressen. Bei denen nehme ich mir wohl mehr Zeit, da mache ich mehr Folgen. Weil, ja, die brauchen mehr Folgen. Die brauchen richtig viel Vorrat, immer. Weil sie nicht The Forest sind. Und keine eingeplanten Zeiten haben. Also, Aufnehmzeiten. Uploadzeiten haben die wohl. Also alles auf meinem Kanal hat geplante Uploadzeiten. Freischaltzeiten wohl eher. Immer 16 und 18 Uhr. Ja, ja. Und wenn was anderes dazu kommt, ist es entweder 14 oder 20 Uhr. Ich weiß es nicht. Kommt drauf an, ab wann es geeignet ist. Also ab welchem Alter. Wenn es ein Horrorspiel ist, dann ist es meistens 20 Uhr. So richtig Primetime. Wenn eigentlich so ziemlich jeder Zeit hat dafür. Weil um die Uhrzeit hat nun mal so ziemlich jeder Zeit. Gut. Was mich auch immens stört, jetzt gerade nicht so, aber generell in der Woche halt, hier ist scheiße warm, weil Wetter ist scheiße. Ich mag regnerische Tage. Warum? Weil es da meistens nicht so warm ist. Es sei denn, vorher war es warm und dann regnet es halt einfach trotzdem. Und dann bleibt es auch warm. Weil Regen fickt dich. Oder generell Wetter fickt dich.
Das ist ziemlich doppeldeutig, aber das werde ich nicht weiter erläutern. Ja. Weil das Wetter, das nervt mich relativ gerade, auch wenn ich halt nie draußen bin. Ne? Ich bin selbst in meiner Ausbildung nie draußen. Jedenfalls muss ich es nicht. Ich bin da eigentlich immer in einem Haus drin, also durchgehend. Und ihr glaubt nicht, wie warm es da wird. Ich weiß nicht wieso, aber die haben fucking scheiß Klimaanlagen. Dir wird immer zu warm, du kannst nicht einschlafen in der Nacht. Und hier zu Hause, da finde ich das definitiv besser, weil da wird mir nicht so warm aus irgendeinem Grund. Und ich weiß nicht mal, ob unsere Klimaanlage das hier kälter macht. Ich denke mal nicht. Aber mein Zimmer ist halt immer schön kühl. Kann vielleicht daran liegen. Nee, kann. Nee. Ich glaube nicht, dass es daran liegt, dass ich hier Fliesen als Fußboden habe, wodurch ich dann immer Kälte ein bisschen verspüre, wenn ich halt die Füße auf den Boden tue. Was ich ja normalerweise tue. Wenn man sitzt, tut man das. Ist natürlich scheiße, wenn man dann im Bett liegt. Vor allem, wenn das Bett ein Hochbett ist. Da kommst du nicht am Boden ran. Mit 18 ein Hochbett haben. Ja, das ist super. Scheiß auf alles. Ist ja nicht so, als würde das unter mir zusammenbrechen. Ist halt wirklich nicht so, da passe ich locker drauf. Ich komme ja noch jetzt noch nicht mal bis ans Ende von dem Teil. Es liegt aber auch daran, dass ich nicht mehr wachse aus irgendeinem Grund. Guten Tag. Ach, Jeffrey. Ja, Heck halt. Ist auf jeden Fall sicher hier. Er ist nicht alleine. Ich bin noch eingehört. Sei ruhig. Mit wem hast du da geredet? Nein. Mit wem? Sag es mir. Ich will's wissen. Und ich heiße nicht Willi. Mich würde ja interessieren, was passiert, wenn der ein Tier schlägt. Ja, komm ruhig her. Den Stein hier müsst ihr ja eigentlich hochklettern können. Wie habe ich den jetzt dabei nicht getroffen? Komm her, du. Leck. Das war doch nie und nimmer hoch genug dafür. Also echt, Jeffrey, der lässt auch langsam nach. Aber wie wir ja eben schon rausgefunden haben, ist aus irgendeinem Grund das jetzt vertauscht. Also unsere altbekannte Formel: In der Nacht kommen die Gegner und dann am Tag nichts. Jetzt kommen irgendwie am Tag mehr Gegner. Einen wirklichen Grund haben wir jetzt nicht, denn ich denke mal nicht, dass einfach so bei Tag, was weiß ich, 70 irgendwie, das plötzlich passiert. Weil ich das, ganz ehrlich, wenn es so wäre, dann wäre es irgendwie eine komisch gewählte Nummer. Ich würde es ja bei 50 oder so einsetzen oder so, aber doch nicht bei 70 irgendwas. 75 und das war, also gestern war 74 und da waren die schon da, also. Da sollte man vielleicht drüber nachdenken. So, wo wir aber einen killen, da killen wir meist auch mehrere. Also da kommen auch wieder welche hin. Demnach würde ich mal sagen, wir werden hier nicht mehr lange alleine bleiben. Auch wenn all sein Zeug jetzt plötzlich verschwunden ist.
könnte eigentlich die Bäume hier drin nehmen. Wäre definitiv schlauer. Aber wir wissen jetzt, die könnten theoretisch von draußen hier reinklettern. Was ihnen das bringen soll, ist fragwürdig, denn die bleiben ja nicht wirklich dort oben. Meist springen die ja direkt wieder runter, aus irgendeinem Grund. Weil die jetzt nicht wirklich die hellsten Kletterer sind. Ist halt nun mal so. Ist da oben noch was? Keine Ahnung, wahrscheinlich ist der Rest einfach nach oben weggeflogen. Vielleicht achten die Gegner jetzt auch besonders darauf, dass hier Bäume gefällt werden, weil ich halt in der letzten Zeit so viele Bäume fälle, wie ich das gar nicht mehr so gemacht habe in letzter Zeit. Naja, obwohl. Für Kolosseum-Dom habe ich wahrscheinlich auch ziemlich viele Bäume fällen müssen. Demnach kann diese Argumentation gar nicht stimmen. So, da kommen sie nicht rüber. Und hier kommt auch zum Glück keiner rein. Also erstmal, von außen können die natürlich hier reinklettern. Wie auch immer. Die machen es ja nicht so oft. Der hat es ja auch eben einfach nur gemacht, ohne Grund. Ich stand ja nicht da oben. Der hat es einfach so gemacht. Wenn er einen Grund hätte, würde der da wahrscheinlich hoch. Also ich glaube, die gehen halt einfach dort hoch, was jetzt gerade nah an denen ist. Die haben aber wirklich keinen Grund, da hoch zu gehen. Also Beispiel, ich bin dort oben und dann klettert da einer hoch. Das ist dann aber mehr so Zufall, anstatt jetzt, dass er das wollte. Das sieht man daran, dass die auch nur irgendwie hochklettern, wann sie wollen und direkt auch wieder runtergehen. Wenn die wirklich für mich da hochgehen würden, dann würden die ja oben bleiben, ne? Und mich dann angreifen. Tun sie aber nicht. Gehen nur kurz hoch und gehen dann wieder weg. Was ich dann probieren will, ist die dorthin zu locken und dann versuchen, dass sie da hochklettern. Werden die wahrscheinlich machen. Und dann will ich sehen, wie die da runterspringen. Denn das muss einfach deren Tod sein. Das kannst du nicht überleben. Ganz ehrlich, das überlebe ich wahrscheinlich nicht mal. Obwohl, wahrscheinlich sogar schon. Haben wir noch nicht getestet. Müssen wir noch testen. Ich glaube, die Gegner haben keinen Fallschaden. Das sollte definitiv mal eingebaut werden. Ich meine, wäre doch extremst cool, wenn du die ganz, ganz hoch auf irgend so ein Hochhaus lockst und dann das unten sprengst und dann fällt alles in sich zusammen mit denen oben drauf und die sterben dann, weil sie da runterfallen. Und dann läufst du im runterfallenden Haus noch so entlang an den Wänden, keine Ahnung, oder am Boden. Keine Ahnung, wo dann die Wände oder der Boden ist, weil dann bewegt sich ja alles, dreht sich so mit der Gravitation. Du läufst da entlang, versuchst da noch gegen die zu kämpfen. Ja, das sah ja so cool aus. Ich glaube, ja, das gab es ja auch in Uncharted 2. Sowas ähnliches. Da war man auch in einem Hochhaus und dann hat man da gekämpft und dann ist das zusammengefallen. Das war cool. Das waren dann aber, glaube ich, keine Sprengsätze unten dran, sondern ein Helikopter, der das zum Einstürzen gebracht hat. Der hat Sprengsätze geschossen. Also nicht wirklich Sprengsätze, sondern Explosives ist dasselbe, aber egal. Der hat Raketen geschossen, sagen wir es so. Glaube ich. Also ich denke mal nicht, dass er das einfach so mit einer Maschinen-Dingens da schafft.
mit der Minigun. Ich verstehe bis heute noch nicht, warum das Teil jetzt bitte Minigun heißt, obwohl es eigentlich nicht wirklich so eine Minigun ist. Denn das ist relativ groß, das Teil. Ich denke, da basiert jetzt, also da steht das Gun jetzt für Kanone, ist ja auch die Übersetzung, nicht so für Pistole, Handwaffe oder so, nee, da steht dann mehr für Kanone, kleine Kanone, aber es ist ja eigentlich die Größe einer normalen Kanone, würde ich sogar sagen. Es gibt ja sogar Kanonen, die sind noch kleiner. Sieht man zum Beispiel in Assassin's Creed diese Teile da. Deswegen ist es vielleicht ein komischer Titel für so eine Waffe. Minigun oder Railgun, kann man auch sagen. Railgun macht da, denke ich mal, auch mehr Sinn. Aber genug von Waffen. Ich kenne mich generell nicht mit Feuerwaffen aus. Außer mit den Bekannten halt, ne? Die kenne ich aber auch meistens nur aus GTA oder so. Oh Gott, ich werde schon hassen, wenn ich beim nächsten Voting GTA angegeben werde. Werde ich aber auch nicht. Erstmal. Ich werde erstmal für das nächste Voting erstmal dieselben Sachen anbieten und anstatt Red Dead Redemption den DLC Undead Nightmare. Und dann werden wir mal sehen. Weil wenn ich da GTA rein tue, das wird eh nur gewählt. Das kommt dann irgendwie danach da rein. Aber wenn ich sowieso weiß, dass es gewählt wird, warum lasse ich das dann voten? Keine Ahnung. Wir werden sehen. Ach ja, ich will ja den Leuten, die Life is Strange sehen wollen, auch eine Chance darauf geben. Dafür müssen sie aber voten. Ne? Wenn du nicht votest, dann kriegst du auch nicht das Let's Play, das du haben willst. Ich glaube, ich mache das jetzt wirklich so, dass ich das Innere erstmal mache. Und das dann umdrehe, weil das schlauer ist. Ich kann ja jetzt noch nicht wirklich irgendwo hinfahren damit, weil ich noch kein Ziel habe. Was ich da jetzt ansteuern könnte, aber naja. Ich könnte mal gucken, ob ich da ein Bett reinstellen kann. Oder irgendwo. Auch wenn ich es eigentlich nicht brauche. Aber wäre ganz nützlich, wenn du in der Nacht halt da auf See bist und nicht unbedingt an Land kommen willst in der Zeit. Dann gehst du einfach pennen. In dem Fall wäre schlau. Ich weiß nur nicht, ob du da einfach speichern kannst dann. So, ich habe ja auch gesehen, dass es geht. Machen wir einfach hier vorne. Ich meine, wieso nicht? Besser als hier. Komm, das kannst du aber besser. So, wie viel Fell brauchen wir? 4 Stück. Also 2 noch. Dafür brauchen wir ein bisschen Kaninchen. Ich könnte das von unserem Lager holen, aber ich will das eigentlich sparen. Wie immer eigentlich. Ich will es mir eigentlich nur holen, damit ich es habe. Ich weiß auch nicht. Das ist irgendwie krank. Ich bin so ein richtiger Dagobert Duck, aber ich mag halt einfach meine Ressourcen zu haben. Ist wie mit Age of Empires. Da holst du dir 10.000 Ressourcen, damit du nachher voll abgehen kannst. Nur da gebe ich die halt immer aus. Und ich bin noch nicht mal so ein Typ, der in Age of Empires wirklich auf Truppenstärke baut. Im Gegenteil. Ich mache mir einfach nur ein paar Dorfbewohner und die bauen sich dann irgendwo eine Base in der Nähe von der Base von den anderen. Und dann bauen die da ganz viele Türme hin und die schießen dann auf die Gegner. So richtig dumm. Dann mache ich da Mönche und die nehmen dann alles ein. Das ist
das dreisteste überhaupt, aber es ist immer noch meine beste Taktik und die klappt jedes Mal. Nicht einmal verloren. Das heißt was. Schlimmste ist ja, wenn du mit anderen im Team spielst und die einfach nichts drauf haben und du dann trotzdem noch gewinnst. Und die halt vorher schon gestorben sind. Anstatt mal eben zu dir zu kommen und in Sicherheit zu gehen. Naja, ich würde erstmal sagen, das wäre es für diese Folge und wir sehen uns in der nächsten Folge. Ciao.